Dieser Mann hat eine Ausstrahlung, ein Charisma, nicht bedrohlich oder aggressiv, sondern einfach, er war da. Ich glaube, es hat kaum einen Dirigenten gegeben, der diese Aura hatte wie Herbert von Karajan. Also Karajan war wirklich unangenehm, eitel, umtriebig, machthungrig, machtgierig. Also viele, viele negative Eigenschaften, neben seinen fantastischen Konzerten, die er gehabt hat. Im Großen und Ganzen war er ein Egomane. Die Ausstrahlung, dieses Charisma, da gibt es wenige, wenige auf der Welt, nicht? Er war ein Ästhet. Er war wirklich ein sehr optischer Mensch und liebte Bilder. Er war überzeugt, dass er der größte Dirigent der Welt ist. Er hatte mal einen Satz gesagt, und zwar über Toscanini. Wie traumhaft er es finden würde, wenn es von dem Material gäbe, dass man als Dirigent sehen kann, wie man was macht. Und da hat es bei mir so geklickert und gesagt, ah klar, wir bauen ein Denkmal. Es ist seine Kohle, es ist sein Geld, was er ausgibt. Er, alles das, was er gemacht hat, will er auf Film haben für auch spätere Generationen. Dies ist die Geschichte vom Aufbau dieses Denkmals. Sie zeigt, wie Karajan sein eigener Regisseur wurde. Es ist eine Geschichte voller Experimente, Krach, Intrigen und faszinierender Bilder. Zuerst deutet noch nichts darauf hin, dass Filmen einmal seine große Leidenschaft wird. Als in den 50er Jahren das Fernsehen auf ihn zukam und sagte, wir übertragen jetzt diese Opernpremiere aus der Wiener Staatsoper live, war sein Argument, nein, das Fernsehen ist vom Bild her zu schlecht und vor allem auch vom Ton her zu schlecht. Das kann nicht transportieren, was ich hier gearbeitet habe. Er war ja sogar gegen die Schallplatte. Er war gegen alle diese Medien, bevor er dann da eingestiegen ist. Und dann war es gleich 100%. Was für ihn die, glaube ich, Initialzündung war, waren die Konzerte in Tokio, die übertragen wurden. Und da ist, aber, ist ihm aufgegangen, wie viele Leute daran teilnehmen. Ich habe jetzt wieder in Japan gesehen, dass zum Beispiel die 12 Konzerte, die ich da dirigiert habe, sind übertragen worden. Und die Gesellschaft schätzt die Zuhörerschaft an für ein Konzert durchschnittlich auf 18 bis 20 Millionen Menschen. Und wir spielen vor 3000. Nach dem Konzert kommen wir ins Hotel und da sitzen sehr viele Menschen, sitzen da und gucken fern. Und siehe da, unser Konzert. Wir sehen uns, wir sehen unser Konzert. Wie ist das nur möglich gewesen? Wir wurden am nächsten Tag auf den Straßen angesprochen, auf diese Filme oder im Kaufhaus. Wenn wir die Rolltreppe rauffuhren, plötzlich sprach uns jemand an, er hätte uns gestern gesehen. Jedes Mal, wenn er nach Japan kam, hat er mich nach den Fortschritten der Technik gefragt. Er hat sich sehr für die Neuerungen interessiert. Es wird immer wieder gesagt, das ist natürlich nicht live, das ist übertragen, beziehungsweise es kommt von woanders und ich will dabei sein. Aber man wird überhaupt nur dabei sein können, wenn man sich dieser Mittel bedient. Wie viele Leute können denn bei den Olympischen Spielen dabei sein? Ein paar hunderttausend, vielleicht. Und wie viele werden wirklich dabei sein? 150 Millionen oder 200? Ich habe erlebt, vor vielen, vielen Jahren, versuchte Karajan zum ersten Mal Fernsehen zu machen. Das war ein
Film, eine Filmproduktion in unserem Sender Freies Berlin 1964, wo er zum ersten Mal das Medium anschauen wollte. Und er bat uns damals, ein Ensemble zusammenzustellen, welches Till Eulenspiegels Lustige Streiche, Opus 28, spielen könnte, aber nicht die Berliner Philharmoniker, sondern ein Orchester aus vielen eben an dem Tag freien Kollegen in Berlin. Aufzeichnungen mit einer Videobandmaschine sind gerade erst erfunden worden und neuester Stand der Technik. Karajan möchte herausfinden, wie das geht, ein Orchester und vor allem sich selbst abzubilden. Wie wirke ich als Dirigent? Welches sind die besten Aufnahmewinkel? Woher muss das Licht kommen? Alles Fragen, auf die es bisher keine Antworten gibt. Schließlich schickt Karajan das Orchester nach Hause und lässt die Symphonie im Playback abspielen, um sich aus verschiedenen Kamerapositionen ablichten zu lassen. Die Order? Alle Kameras auf mich. Und dann kamen natürlich auch die Filme, die Bernstein machte in Amerika. Die haben ihn wohl zusätzlich davon überzeugt, dass er da nicht mehr dran vorbei konnte. Leonard Bernstein, hier bei einer Probe mit den Wiener Philharmonikern. In Amerika hatte der große Karajan-Konkurrent längst mit der Fernseharbeit begonnen und mit seinen Young People's Concerts ein riesiges Fernsehpublikum erobert. You must watch. It's so free. It's got to be like one person singing his heart out. And you're playing an exercise. Jetzt aus Sicht von Karajan war Leonard Bernstein ein mehr oder minder semi-permanentes Ärgernis. But both men, I think, still stand for the great... Beide repräsentieren die große Schallplattenindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als noch sehr viele Aufnahmen in höchster Qualität gemacht wurden. Karajan sticht da sogar noch heraus mit seiner Klangperfektion. Die Tonleiter, nicht? Die kann man steif spielen. Ich kann sie aber ineinander, die Noten. Versuchen Sie das weich eine in den anderen. Bitte, das Ganze nochmal. Auf diese hohe Note zu heftig herauf. Sie spielen da, da, die, anstatt die, da, die. Denken Sie, Sie sind eine menschliche Stimme. Bitte. Den Takt einmal. Es ist zu früh. Sie gehen zu früh weiter. So, jetzt machen wir mit Ihnen zusammen. Das fing eigentlich ganz lustig an. Die ersten Aufnahmen bei Herrn von Karajan. Er war ja ein großer Technikfreak. Früher waren es die Autos, die schnellen Autos und die Flugzeuge. Und dann kam die Technik des Fernsehens. Und er wusste oder ahnte die Möglichkeiten, die die Technik in naher oder auch ferner Zukunft bringen wird. Und er traf einen anderen Visionär, der auch wusste, wie sich dieses Fernsehen mal entwickeln würde
Und die beiden trafen sich und sagten, machen wir doch mal was zusammen. Das eine war Herbert von Karajan und das andere war Leo Kirch. Der Kirch in München war derjenige, der der damalige Musikfilmpapst war. Der hat also viel Geld in diese Produktionen investiert. Er hat auch nichts gemacht, wo er nicht dachte, dass er damit Geschäfte machen konnte. Das zeichnete ihn aus, seinen Erfolg, und das zeichnet wohl auch seinen Ruin aus. Jahre 1966 gründete Kirch und Karajan die Kosmotel. 50-50 waren die Herren ja beteiligt an dieser Kosmotel. Und der eine gab das Geld und der andere, wie er so gerne sagte, die Kunst. Beginnend mit seiner Nachbarschaft in Saint-Tropez mit Clouseau. So kam es ja, also er ist ja immer auf dem Strand vor seinem Haus spazieren gegangen mit dem damalig wirklich legendären Henri Clouseau, der also Lohn der Angst und ähnliche Filme gemacht hat. Clouseau, das war der Adorno der damaligen Zeit für die Filmregie. Der war doch der Superstar. Also Karajan ging als Lehrling im Filmemachen zum Superstar der Filmregie und ließ sich von dem zeigen, wie es gemacht wird. Fünf wunderbare Musikfilme entstehen mit Henri-Georges Clouseau. Dann kommt der sechste, das Verdi-Requiem, produziert in der Mailänder Scala. Er kann dem Perfektionisten Karajan nicht gefallen haben. Wenn ich den Film heute sehe, da sind ein paar Sachen, wo ich mir sage, der große Filmregisseur Clouseau hätte da etwas sorgfältiger sich vorbereiten. Er hatte also damals neben jeder Kamera einen Assistent mit Partitur und da war eingetragen, was der wann wo wie macht. Die konnten natürlich auch nicht reden richtig miteinander, weil das hätte ja gestört. Wackelige Bilder, Überblendungen, die wehtun, unsaubere Schwenks. Nicht in der musikalischen Qualität, aber in der Bildregie der schlechteste aller Karajan-Filme. Da hat Clouseau eine ungeheure Materialschlacht gemacht, muss man so zu sagen. Oh, Clouseau war ein schwieriger Mensch. Der war wahnsinnig schwierig. Dem fiel immer plötzlich was ein, was er brauchte. Und da musste das aber auch schon da sein. Dieses Verdi-Requiem habe ich immer als Argument eingesetzt bei Karajan, weil ich mir immer gesagt habe, können Sie nicht die Augen aufmachen beim Dirigieren? Das war ja das Problem. Er hat immer mit geschlossenen Augen dirigiert. Er hat gesagt, nein, ich sehe die Partitur vor mir. Ich sehe sogar mein Umblättern. Karajan hatte ein fotografisches Gedächtnis. Das heißt, wenn er das einmal sich eingeprägt hat, blieb das für den Rest des Lebens. Und bei dem Verdi Requiem hat er dauernd die Augen auf, oder meistens, und das sieht irgendwie toll aus. Seit zwei Jahren eigentlich eine meiner konzentriertesten Tätigkeiten gewesen. Ich habe unter Clouseau doch sehr viel von der Technik gelernt und weiß heute schon, was die wirklich Gegebenheiten sind. Aber noch befindet sich Karajan in der Phase des Experimentierens. Clouseau wird nach diesem Debakel nicht mehr engagiert. Andere Regisseure, Auke Falk, Hans-Joachim Scholz, und wie hier François Reichenbach mit Bachs drittem brandenburgischen Konzert werden ausprobiert und wieder fallen gelassen. Das Einzige, was wirklich ein anderes, interessantes Konzept war, das war der Nebeling, sechste Beethoven. Aber die hat dem Karajan ja nun total gar nicht gefallen, nicht?
die Kontur seines Kopfes, auch in der Unschärfe, hat eine viel deutlichere Aussage, entspricht dem Geist der Musik viel mehr, als wenn ich ihn scharf zeige und in die Poren gucke. Das ist auch bei Karajan, habe ich das auch, also die Unschärfe habe ich immer wieder eingesetzt als Mittel der Vergeistigung oder so, oder dass ich eben die Köpfe ganz ausgespart habe und nur die Instrumente gezeigt habe, nicht? Mir gefällt Unschärfe sehr gut. Yes. Man muss nicht alle Dinge scharf sehen. Wir haben das Ganze auch mit Spiegeln verzeichnet, mit Aluminiumflächen, mit Folien und haben die Folien etwas verbogen, natürlich, sodass das Ganze irreal spielte, sodass es von konkav zu konvex sich bewegte. Ja, da wurde tatsächlich der Boden, der Fußboden, jedes Mal anders eingefärbt. Das Gewitter musste, glaube ich, rot sein und die Zähne am Bach musste blau sein. Also irgendwie so war jedes Mal der Fußboden ganz, ganz anders. Um ein Podest gleichmäßig auszuleuchten, damit es möglichst wenig Schatten der Musiker sitzt, habe ich denen alle unter einen Stuhl eine 250-Watt-Lampe eingebaut. Als Vorbereitung für diese Pastorale, da hatten wir uns einen Raum gemietet, hatten Optiken von 9,8 bis 600, alles, alle Makrobereiche, alles dort. Der Kameramann, den ich ausgewählt hatte, Herr Wild, war zugegen mit der Kamera und ein junger Dirigent, Herr Kech, der hier seine erste Berührung mit Film hatte und mir nur zeigen sollte, wie die Instrumente alle genau präzise gehandelt, damit man Einstellungen machen konnte, die man so bisher noch nicht gemacht hatte, übers Griffbrett an der Seite und auch die Beleuchtung der Instrumente, die haben wir da studiert. Und das, glaube ich, mich zu erinnern, war 6 Wochen lang. Um den Klang des Instrumentes zu intensivieren durch das Bild. Denn das war Karajans Vision, die Hochzeit, Bild und Ton. Das Ding ist unendlich gut und wir haben alle davon gelernt, gute Einstellungen zu machen. Da gibt es überhaupt nichts. Der Liebeling war derjenige, der gezeigt hat, was man aus Instrumenten machen kann, optisch. Tut die Musik das auch? Da, 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 da. Nicht? Dann macht die Kamera das mit. Was hat das mit Musik zu tun? Die schönsten Aufnahmen, die originellsten Aufnahmen sind sehr schön, aber sie lenken von der Musik ab. Ich weiß noch, dass das Verhältnis zwischen Karajan und Niebeling sehr schnell zerrüttet war. Das konnte man daran sehen, wenn ich den Raum betrat und alle saßen da drin, alle schwieg sofort, guckte mich an und wartete, was Karajan nun sagt. Und also ich war ein Fremdkörper, absolut. Ich war natürlich, was jeder merkte, weit entfernt von jedem Götzendienst, ja, der sonst üblich war. Aber ich wollte etwas schaffen, wo er Freude dran hatte und ihn am besten zeigte. Der Sturm in der Pastorale ist für mich einer der Höhepunkte gefilmter Musik. Das war aber nicht Karajans, sondern Niebelings Konzept, nicht wahr?
ja, da ist der Teufel los. Also da fordert die Musik das geradezu. Zum ersten Mal kommen da die Scheinwerfer mit ins Bild. Und er reckt seine Faust dagegen, gegen einen Scheinwerfer und deckt ihn geradezu ab. Das sind schon Highlights in der Geschichte des gefilmten Konzerts. Als der Film ja fertig war, die Pastorale, und abgenommen wurde, da stand Karajan vor mir und ich sah völlig entsetzt in sein Gesicht. Das war nicht bleich, das war grün. Also da hat das Bild wirklich den Ton erschlagen und das ist eben auch ganz wichtig zu lernen, dass das geht, dass man das Bild unterordnen muss. Ne? Und das war nicht das, was wir wollten, sondern wir wollten damals die klassische Musik und das künstlerische Können der Zeit konservieren. Die Pastorale wäre genauso zerstört worden wie später meine Eroica und die Siebte. Und dass sie herausfällt aus den Produktionen von Karajan, ist ja nur dem Umstand zu verdanken, dass die unmittelbar hinterher völlig neu geschnittene Fassung von Karajan und seiner Schnittmeisterin, die also meine Konzeption total zerstörte, dass die zurückgewiesen wurde vom ZDF. Und zwar von dem Programmdirektor, damals Herrn Dr. Viehhöfer, der also sagte, wir nehmen nur das, was Herr Niebling gemacht hat, sonst nichts. Sonst gäbe es diese Pastorale nicht mehr. Und so hat Kirch wohl auch in seiner Not vom ZDF das Geld zu bekommen, das er ausgegeben hatte, mal gesagt, ihr dürft das jetzt mal senden und ich kümmere mich dann um den Rest. Die Sechste findet aber auch positive Resonanz. Und so wird Niebling noch für die dritte und die siebte Symphonie von Beethoven engagiert. Er entwickelt einen völlig neuen Bühnenaufbau. Das eigentliche Wesen oder Thema der Eroica ist der Dreiklang und die Dreiklangbrechung. Dreiklang, ich habe drei Blöcke gebaut, die aufragen. Ich ahnte nicht, dass eventuell die Absicht schon von vornherein bestanden hatte, Josin sich herauszupicken aus dem, was ich mache, und dann ganz neu mit seiner Schnittmeisterin das zu schneiden. So ist es geschehen. Links im Bild Niebelings Arbeitskopie. Rechts die von Karajan neu geschnittene Fassung. Hier zeigt sich das Prinzip Karajan. In seinen eigenen Produktionen ist er viel häufiger nah zu sehen als in denen anderer Regisseure. Die Musiker werden zur Staffage. Karajan hat ganz sicher gestört, dass er nicht Alleinunterhalter war. Das habe ich ihm wörtlich gesagt. Es konnte mit Niebeling leider nie ohne größeren Streit abgehen. Also es war schwierig mit ihm. Ich weiß ganz bestimmt, dass ich umsetze das, wollen wir sagen, das optische Bild einer Konzeption, die letzten Endes musikalisch ist. Ich konnte es manchmal einfach nicht mehr ertragen, was mir da vorgesetzt worden ist. Und habe mir gesagt, lieber tue ich diese Arbeit und sehe dann, was ich tatsächlich sehen will. Er hatte in der Zwischenzeit das Handwerk so weit gelernt, dass er genau wusste, wo er eingreifen muss. Das heißt, er hatte die volle Kontrolle und Karajan hat eine ganz neue Ästhetik da geschaffen. Diese besondere Ästhetik beruht vor allem auf dem sehr kräftigen Hinterlicht, das alle Karajan-Produktionen zum Leuchten bringt. We played three or four times in four sessions, so that the camera once go from right to left and then from left to right. Now you will ask, why do you do this? Because we found out that you cannot have a universal lighting for any great orchestra and for two sides. Because if you do a lighting which brings out things well, it's from one side it's good and the other side you look like a cheese. Thank you.
minutiös vorbereitet worden. Auch die Sitzordnung der Musiker, das ist ganz genau so. Da ist eigentlich die meiste Zeit aufgegangen damit, dass man sich ordentlich hinsetzen musste. Da hieß es also immer vom Herrn Wild, dem Kameramann, der guckte durch die Kamera und sagte, dritte Geiger, 2 Zentimeter nach rechts. Die Oboe muss 3 Zentimeter nach vorne. Und er hat vor allem immer darauf geachtet, dass die Menschen, die im Bild sind, schön aussehen. Bärte waren verboten, Bart durfte überhaupt nicht sein. Die Kollegen, die wenig oder gar keine Haare hatten, mussten sich Perücken aufsetzen. Und natürlich hat er auch größten Wert darauf gelegt, dass er selbst ordentlich im Bild war. Das war klar. Das ist seine berühmte Locke. Bei der 9. Beethoven haben wir im Hintergrund, wir haben sie immer Pappkameraden genannt, auch Fotos aufgeklebt. Im Film sah das nicht so schlimm aus, weil das natürlich hinten ja unscharf war. Karajan hat es einmal durchdirigiert, oder dann wurde schnell der Ton wurde noch ein bisschen geputzt und dann. Und dann wurden die ganzen Bildaufnahmen wurden im Playback gemacht. Auch die Bilder von Karajan. Wenn wir sowas gedreht haben und wenn wir diese Karajan-Sachen zusammengeschnitten hatten und es dann zu den Einzelplaybacks kam, das konnte sich wirklich über Jahre hinziehen. Und das hat er so gesteigert, dass wir das Orchester zwar sehr gut verdienten, das fanden wir ganz schön. Ansonsten saßen wir tagelang in irgendwelchen staubigen Filmstudios in Spandau oder in Tempelhof und haben gewartet, bis wir mal dran waren. Jeden Musiker ist es natürlich eine Qual, nur jetzt nach der Musik, die man hört und die dann noch dazu ganz laut auf einen eingestellt wird, nur zu agieren. Von den Bläsern sah man in den meisten Fällen überhaupt nichts, sondern nur ihre Instrumente. Dass die Philharmoniker sauer sind, ist logisch. Auf der anderen Seite, sie haben mitgemacht. Als dann die Live-Aufnahmen begannen, da wurde alles besser. Denn dieses Playback-Verfahren war fast nie synchron. Und dass wir vorher nicht Live-Televisionen gemacht haben, war das, dass wir uns die Technik und überhaupt den generellen Blickpunkt in den Studios erwerben wollten. Großeinsatz für Hörfunk und Fernsehen im Wiener Musikvereinssaal. Nur für die Kameraproben wurde zusätzlich ein Schülerorchester eingesetzt, um bereits zu diesem Zeitpunkt eine optimale Bildgestaltung zu ermöglichen. Am 8. Mai werden an dieser Stelle die Wiener Philharmoniker sitzen. Derzeit hat die Technik Vorrang, denn geprobt wird im Moment vor allem für das Kamerateam nach Playback-Aufnahmen von einer Schallplatte. Karajan will selbst bei Live-Übertragungen nichts dem Zufall überlassen und verbringt einen Großteil der Probenzeit im Übertragungswagen, um die Abfolge der Kameraeinstellungen festzulegen. Alles, was technische Dinge anbelangt, die ins Künstlerische hineingespielt haben, war er unglaublich offen und hat sich sehr, sehr interessiert. Da konnte ihm auch niemand widersprechen, natürlich. Ne? Ich wollte gerne mal die zwei Klänge nebeneinander hören. Also einfach, das ist ein Stück von dem, ein Stück von dem. Hören wir uns nochmal in den Band an. Der Günther Hermanns hat einmal gesagt, ich kenne keinen zweiten Dirigenten, der sich so gut auskennt über Mischpult, Verstärker, Mikrofon, Anordnungen. Wenn er abgehört hat, spielte er immer mit den Reglern. Und dann hat man ihm später ein Spielzeug in die Hand gegeben, damit er nicht immer die Tonhöhen und sowas verändert. Sound, Klang, Aufnahme, Equipment, das war für ihn also fast so wichtig wie das Musikmachen selber. Wenn er Rhythmus alle 2 Jahre in Japan mit den Philharmonikern konzertierte, war er Privatgast im Hause von entweder Morita oder und Oga. Und dann wurden ihm immer die neuesten Spielsachen vorgeführt. Als er nach Japan kam, gingen wir zum Präsidenten von Sony, Herrn Morita.
Karajan stellte Fragen über Fragen. Er wollte alles ganz genau wissen, wie die Maschinen und die Abläufe funktionieren, in allen Einzelheiten. Ich kenne ja schon eigentlich die sämtlichen Systeme, die existieren, und bin in Kontakt gekommen mit dem japanischen System, wie wir jetzt mit den Berliner Philharmonikern in Japan waren. Das wird also Kreise ziehen, die wir heute nur ahnen können. Und diese ganzen Sachen sind auch gemacht. Ich bin 10 Jahre zu früh geboren. Natürlich hat Sony ihn ja auf dem goldenen Tablett getragen, nicht? Alleine schon der Wohnraum und der Schlafraum in dem Hotel, in dem er einquartiert war, war er bestückt mit Sony-Apparaten, sodass er den ganzen Tag damit herumexperimentieren konnte. Nicht? Er hatte die feinsten und die neuesten und die kostspieligsten Apparate da zur Verfügung wie ein kleiner Junge seine Eisenbahn. Also er hat das sehr genossen. Und das war ja absolut sein Medium. Ich glaube, da kam er sich auch fortschrittlich vor. Er kam einmal irgendwann in den 80er Jahren, hat er so aus der Tasche eine CD gezogen und hat gesagt, wissen Sie, das ist, dort wird man in den nächsten Jahrzehnten, das wird der Tonträger sein. Wir haben das noch gar nicht gekannt. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber es muss so um 1980 gewesen sein. Also das, er war schon in der Hinsicht auch stolz darauf, immer am Drücker zu sein für den Fortschritt, für das Nächste. Ein Ausspruch ist überliefert, er hat gesagt, das ist die Zukunft, gegenüber dem ist alles andere, was wir bisher gemacht haben, nur Gaslicht. Karajan war bestimmt machtbesessen und es war ihm immer sehr wichtig, seine Macht auszuspielen. Das schloss ja nicht aus, dass er sehr freundlich sein konnte und sehr, sehr kooperativ auch war, solange ihm keiner in seine Konzepte hineinredete. Ich glaube, das Wort Macht ist in dem Zusammenhang nicht wirklich das Richtige. Treffsicherer wäre, dass er ein Control-Freak war. Karajan hatte, und das hat sich jetzt auf seine Frau vererbt, das ein generelles Misstrauen gegen jeden Fotoapparat und gegen jeden Filmapparat, der nicht in meinen Diensten ist. Also daher vorlegen, anschauen und so weiter. Dann gehe ich. Das waren die drei magischen Worte. Und wenn er das sagte, weil er mit irgendetwas unzufrieden war, dann knickten alle Leute ein. Er hatte einen Willen, der wie ein Laserstrahl jede Widerstände zertrümmert hat. Ich habe das selber erlebt, dass wir uns richtig gezofft haben. Ich habe im Künstlerzimmer in der Philharmonie gestanden und er hat mit der blanken Faust in den Türrahmen geschlagen. Ich war froh, dass ich nicht derjenige war, der das abkriegt. Also durchaus auch temperamentvoll und sehr, sehr eindeutig. Durchaus aber doch so, dass wenn man zum Beispiel Sorgen gehabt hat, private Sorgen, wenn ich zu ihm gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe dieses oder jenes, wäre er hilfsbereit gewesen, gar keine Frage. Aber in künstlerischen Dingen und die mit seinen Funktionen als Operndirektor oder auch als Orchesterleiter zusammengegangen, da war er kompromisslos. Und zwar so, dass es verletzend war manches Mal. Man denkt immer, er war ein großer Diktator gewesen. Aber nirgends konnte man so frei spielen, abends wie bei ihm. Die Zwetschgenknödel. Was also so selten im Leben vorkommt und er das wirklich zum Extrem in sich hatte, das war doch diese Loyalität, diese Nibelungen, Treue zu den Leuten, die zu ihm gestanden sind. Und für die war er immer da, ganz egal, ob sie krank waren, ob sie Operationen. Er hat das gezahlt den Leuten, er hat ihnen wirklich alles gegeben, um ihnen zu helfen. Nicht? Er war misstrauisch. Man hatte ihm offenbar zeitlebens das Leben schwer gemacht. Und er blieb es auch, obwohl dieses Misstrauen abgebaut war. Beim Neuanlauf war es wieder erst zu beseitigen.
Frisur und ein bisschen so diese gewisse Haltung, nicht auch die Hände, die so nach unten mussten sein. Ich weiß nicht, vielleicht war er sehr entspannt für das Dirigieren oder dieses ganze Jet-Set, was damals so aufkam, nicht? Er musste das Privatflugzeug haben und die schönste Frau der Welt wahrscheinlich und irgendwo an der Côte d'Azur noch ein Segelboot. Und das ist ganz klar, das hat er damals dazu gehört. Er hat das, ich weiß nicht, ob er es wirklich geliebt hat, vielleicht hat er es gebraucht. Mr. Salzburg, er war eigentlich der, zumindest in Europa, der einflussreichste Künstler. Vor 10 Jahren war doch einmal dieser Beethoven-Film gedreht. Ja. Da hat der Ding gespielt. Der Karl-Heinz. Der Karl-Heinz hat dann den gespielt. Und dann kommt der Böhm und sagt, da wissen Sie, es ist einfach fabelhaft. Der Karl-Heinz, der hat eine Einfühlungsgabe, das ist einfach ungeheuer. Jetzt hat er sich 3 Wochen mit dem Beethoven beschäftigt. Was soll ich Ihnen sagen? Er hat Gehörstörungen. Karajan war es wichtig, dass nach seinem Tod seine Musik nicht einfach unterging und vergessen wurde. Und darum hatte er letzten Endes auch diese Telemondial-Unternehmung gemacht. Er hat gesagt, ich möchte, so wie ich es jetzt in meinem Alter sehe, so möchte ich nochmals alles aufnehmen, also die wichtigsten Dinge, möchte ich das so hinterlassen. Und statt dass man mir in irgendeinem Stadtpark ein Denkmal aus Marmor oder aus Bronze macht, lasse ich eben etwas zurück, wo die Leute etwas davon haben, nämlich meine Musik. 1982 gründet Karajan die Produktionsfirma Telemondial mit Chefkameramann Ernst Wild als Partner. Karajan will die wichtigsten Symphonien noch einmal und unabhängig von Leo Kirch und den Fernsehsendern aufnehmen. Er hat dann mit dieser Telemondial sich natürlich auch von vielen Beratern getrieben, die das auch gerne sahen, dass da nochmal ein großer Aufwand auf sie zukäme und man doch da und dort auch wahrscheinlich ein bisschen was mitverdienen konnte. Er wollte die finanzielle Verantwortung tragen, aber auch den Nutzen davon haben. Ich denke, es war sein künstlerisches Ego. Er wollte der Herr seines eigenen Schicksals sein. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, eine ganze Serie zu produzieren. Das sind jetzt 50 Werke. In von Karajans Keller hatten wir eine Wand mit ungefähr 12 Monitoren aufgebaut. Man konnte 6 Einstellungen gleichzeitig sehen. Und 4 davon zeigten sein eigenes Gesicht. 2 von links, 2 von rechts im Profil. Er konzentrierte sich ganz auf diese Monitorwand und zeigte mit der Hand, welche Kamera er wollte und wann. Er wurde immer schneller, weil die Zeit immer kürzer wurde. Des Lebens. Ja. Er hat dadurch nicht mehr erreicht. Ich weiß, also wenn ich jetzt so an den Schneiderraum denke, nicht? Dann machen wir so, blub, 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 weg war er. Die Berliner Philharmoniker haben von diesen Aktivitäten von Karajan unendlich profitiert. Und ich kann mich erinnern, wie er gesagt hat, meine Herrschaften, das Geld ist schon überwiesen, wir fangen jetzt mit der Aufnahme an. Und das hat ihm natürlich enormen Applaus gebracht. Der Musiker, wenn die Gage da ist, dann ist natürlich immer alles eitel Wonne, das ist klar. Alle mischten mit im Mediengeschäft. Der Senat, der das Berliner Philharmonische Orchester unterhält und Herbert von Karajan als Chefdirigenten engagierte. Das Senatsorchester gibt es als freie Unternehmer Berliner Philharmoniker noch einmal. Und diese haben sich an die Plattenfirmen Deutsche Grammophon und EMI gebunden. Die haben ihrerseits Verträge mit Herbert von Karajan, der selbst die Firma Telemondial in Monaco besitzt. Und diese wieder hatte die Berliner Philharmoniker unter Vertrag und sicherte sich beim Senat Fernsehrechte. Wir haben ja Millionen verdient. Viele, viele Millionen. So stand es in den Zeitungen jedenfalls damals. Wenn ich 1 Mark verdient hat, hat Karajan 1.000 Mark verdient. Viele Berliner Philharmoniker hatten dann ihre kleinen Häuser auf Mallorca schon in frühen Jahren. War für uns damals ganz schön viel. Ja, vor allem, weil wir auch noch beteiligt waren bei den Lizenzen, bei den Royalties. Das brachte im Jahr immer eine ganz schöne Summe zusammen.
Trotz dieser Royalties verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Karajan und seinen Berliner Philharmonikern mehr und mehr. Undankbares Orchester? Starkköpfiger Maestro? Der lang schwelende Streit eskaliert. Karajan lädt das Orchester für die Salzburger Festspiele aus. Das Orchester wiederum weiß, wo es Karajan richtig wehtut. Es kündigt ihm die Filmaufnahmen. In Berlin, das hat sich ganz einfach tot gelebt. Wenn man 32 Jahre, das ist ganz einfach zu lang. Die Regel ist eigentlich, dass man 10 bis höchstens 15 Jahre Chefdirigent irgendwo ist und dann kann man sich eigentlich nicht mehr sehen. Ich habe gesagt, wenn das in Wien gewesen wäre, wäre er nach 2 Jahren weg gewesen. Und zwar, das wäre ein Krieg gewesen. Ich möchte eigentlich im Detail nicht darüber sprechen, weil es eine sehr unangenehme Geschichte war. Und zwar sowohl von Herrn von Karajan wie auch vom Orchester. Beide haben sich nicht ganz richtig verhalten. Karajan hat dem Orchester einmal gesagt, er möchte es am liebsten in ein Fass Öl stecken und in Brand setzen. Natürlich haben wir Wiener Philharmoniker, auf diesen Moment gewartet. Wir haben ihn schön wieder packen können und er kam gerne. Da kommt nämlich auch rüber die Besonderheit dieses Moments. Der ganze Saal, wir alle und natürlich auch er selber, alle haben gewusst, das ist das erste und einzige Mal, dass er dieses Konzert dirigieren wird. Das mit seiner Krankheit, dass er anscheinend total kaputte Bandscheiben hat, sowas muss es ja gewesen sein, das war schon eine wirkliche Tragik für ihn. Ich habe mitgelitten, wirklich. Weil er war oft so geschwächt, wissen Sie, dass es so traurig war. Er war schon einsam. Und viele haben, glaube ich, ihn zu sehr einseitig als den Diktator gesehen. Also, ja. Ich habe ihn gesehen nach dem Mozart-Requiem, wie er rückwärts gesessen ist und geweint hat. Ja. Irgendwie muss er das geahnt haben, dass das nicht mehr weitergeht. Es gibt ja, glaube ich, auch einen Ausspruch von seiner Frau, die gesagt hatte, wenn der Herbert dieses Orchester nicht mehr hat, wird er keine 3 Monate mehr leben. Der 16. Juli 1989. Hatte Herbert von Karajan Vorahnungen? Das Merkwürdige war, er war also wirklich von einer Präzision sein ganzes Leben lang, immer. Er hat aber prinzipiell nicht vor 9 Uhr angerufen. Am Sonntag um 10. Das war einfach so. Und an diesem 16. Juli, am Sonntag, hat um 7.30 Uhr das Telefon geläutet. Und ich bin fürchterlich erschrocken und habe gedacht, Gottes Willen, was ist los? Und dann haben wir noch über die Ankunft der beiden Herren, die an dem Tag zu ihm kamen, gesprochen. Und dann sagte er, und übrigens, ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich gemacht haben. Da ist mir fast schlecht geworden, da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Dann habe ich ihn nie mehr gehört. Und das hat er ja nie gesagt. Ich meine, warum soll er das sagen, nicht? Dagara Karajan san ga Herr Karajan hat mir in einem Brief geschrieben,
Er möchte mich in seinem Haus in Anif sehen. Die ersten 30 Minuten haben wir uns nur über den neuesten Falcon-Düsenjet unterhalten. Und dann redeten wir über seine Filmaufnahmen. Es ist ja kein Zufall, dass der Herr Oger ihn bis zum Lebensende begleitet. Das war eine Freundschaft, auch natürlich ökonomischer Natur. Wir haben uns also unterhalten. Und plötzlich sagte er so zur Seite. Es war ein Herzinfarkt. Es war für mich schrecklich und sehr bewegend, sein Ende mit ansehen zu müssen. Die konnten sich die Politiker und die anderen Sonntagsredner erst gar nicht zu Lobreden formieren, war ihnen schon entzogen. Ich glaube, von ihm auch schon so testamentarisch vorbereitet. Und für mich ist es fast wie ein Schlussakkord wie Till Eulenspiegel, nicht? Der Mann hat doch Humor gehabt, nicht wahr? Also die Philharmoniker haben sehr musikalisch und auch rein was das Verdienen betrifft um ihn geweint. Ich wusste ja, was ich zu tun hatte. Es gab vorbereitete Pläne und ich war dann 2,5 Stunden später in Salzburg. Ich habe sofort sein Flugzeug bereitstehen lassen in Zürich, bin rübergeflogen, habe noch per Telefon gewisse Dinge angeordnet, noch von meinem Wohnort aus, im Auswechseln der Schlösser in seinen Büros und so weiter. Das war ein Anruf abends, so gegen 20 Uhr. Und wir haben dann möglichst alles klar gemacht, haben Speditionen bestellt, sind nächsten Tag nach Anif gefahren und haben dort die komplette Technik in einem relativ langen Tag allerdings ausgebaut und nach München gebracht. Das Rohmaterial habe ich nach der Fertigstellung vernichten lassen, weil ich nicht wollte, dass zu einem späteren Zeitpunkt jemand die Möglichkeit hat, an dem Material rumzuschnipseln. Im Zweifelsfall geht es immer um Kommerz. Im Zweifelsfall geht es immer daraus, wir haben jetzt das und was anderes wollen wir nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird doch so viel aufgehoben. Also das würde ich zum Heulen finden. Er starb glücklich in dem Wissen, dass er diese gewaltige Leistung vollbracht hatte und dass jeder sie würde sehen können. Und für mich ist es eine enorme Satisfaction, dass unser Werk jetzt not confined to a very small circle, that we can give the beauty of the world, and especially the beauty of Beethoven music, to all the world. He had this plan to take advantage of his great skill as a pilot. Er wollte seine Fähigkeiten als Pilot nutzen und um die ganze Welt fliegen, in einer riesigen Werbetour. Er wollte in den wichtigsten Städten landen und seine neuen Filme zeigen. Er rechnete mit einem begierigen Publikum. Es gibt viele große Dirigenten, die gestorben sind, die leiblich gestorben sind und wirklich tot sind, künstlerisch tot sind. Karajan nicht. Der lebt nach wie vor, der ist unter uns, der ist da. Das ist sensationell. Weil gerade Fernsehen und Musik für ihn eigentlich eine Passion war, die er gelebt hat, wo er auch wie kein anderer sein eigenes Geld und seine eigene Zeit und seine ganze Energie hineinversetzt hat, mehr als das je ein anderer Künstler in diesem Metier getan hätte. Ich glaube ja daran, dass man mehrere Leben haben wird. Ich kann Ihnen sagen, ich komme ganz, ganz sicher zurück. Ich finde das Wort von Goethe so schön, der sagt, wenn mir
mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert mir den Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, mir einen anderen Körper herzustellen. Da bin ich wirklich voll seiner Meinung.